Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Es gibt Hoffnung für dich. Jeden Tag und mit allem darfst du dich an Jesus wenden. Er sieht dich und er hört dich und er lässt dich nicht im Stich. Und diese Hoffnung, die trägt uns durch. Ja, es gibt Hoffnung für dich. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute ermutigen. Entdecke das Gute, das für dich unterwegs ist. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Entdecke das Gute, das für dich unterwegs ist. Ich habe eine tolle Geschichte gehört, die ich immer mal wieder gerne erzähle. Und zwar eine sehr, sehr arme Familie hatte den Traum, die ganze Familie auf eine Kreuzfahrt zu gehen. Sie haben gespart und gespart und gespart und irgendwann kam der Tag, dass sie sich's gerade leisten konnten. Sie waren so happy, sie gingen auf das Schiff und es war für sie so ein Lebenswunder. Und ja, und sie haben auch einen ganzen Rucksack voll Essen mitgebracht, Vesper, Butterbrote und Trinken und alles Mögliche haben sie eingepackt, weil sie ja nur das Geld hatten für die Kreuzfahrt. Und sie gingen auf das Schiff und waren so happy und sind immer auf ihre Kabine gegangen, um dort zu essen und auch zu trinken, obwohl sie gesehen haben, da hat es ganz tolle Restaurants und ganz tolle Getränke. Aber sie meint, sie haben ja jetzt die Kreuzfahrt bezahlt, das können sie sich nicht mehr leisten. Und dann kam, ja, wie in einer jeden schönen Reise, so das Ende. Und dann ist der Vater so ganz heimlich zu dem Ober gegangen vom Speisesaal und hat gesagt, sagen Sie mal, was würde für meine Familie so ein durchschnittliches Essen kosten mit Getränke? Und der Ober hat ihn nicht richtig verstanden, meinte, ich weiß nicht, was Sie fragen. Ja, wissen Sie, wir haben nicht viel Geld und wir wollen noch zum Abschluss ein schönes Essen haben. Was würde das kosten? Und der Ober sagte, ja, wissen Sie nicht, wenn Sie auf einer Kreuzfahrt sind, dann ist Essen und Trinken in den Restaurants völlig kostenlos. Das heißt, das ist im Reisepreis mit drin. Für mich ist das so ein richtig gutes Beispiel. Wenn wir mit unserem Gott unterwegs sind, dann ist alles mit drin. Dann ist nicht noch, ach das und vielleicht liebt mich Gott doch nicht. Ich sag dir, wenn du mit an Bord bist, bei unserem lebendigen Gott, hast du Zugang zu allem. Und ich danke dir dafür. Herr, lass uns in dieser Sache nicht bescheiden sein, sondern lass uns zugreifen, denn alles ist bei dir. Und alles können wir von dir haben. Und lass uns nicht so mit unserem eigenen Vesper und unserer eigenen Getränke unterwegs sein, weil wir das Gute und Große eigentlich gar nicht denken, dass wir das verdient haben. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns aber du genau das geben möchtest. Danke von Herzen. Amen. Amen. Und Gott tut so wunderbare Dinge und in jeder Lebenslage greift er ein und alle Gebetsanliegen können wir ihm mitteilen. Und was für wunderbare Dinge er tut, habe ich euch mitgebracht. Und da schreibt jemand, ein Schlüssel wurde wieder gefunden und auch für die alltäglichen Dinge ist Gott zuständig. Wir dürfen alles ihm bringen. Und wenn man einen Schlüssel verliert, das ist wirklich eine große Not. Das weiß ich aus Erfahrung. Das ging mir auch einmal so. Und diese Person schreibt, vielen Dank für Ihr Gebet. Unser Hausschlüssel ist seit heute wieder da. Eine halbe Stunde vor dem Termin, zu dem ich den Schlüsseldienst bestellt hatte, wurde er wieder gefunden. Danke, Jesus. Was für eine Beruhigung. Und Gott schenkt Arbeitsstellen, auch nach mehrjähriger Arbeitslosigkeit. Danke für eure Gebete. Nach 2 Jahren Arbeitslosigkeit hat mich Gott wieder in Arbeit gebracht und mir geholfen, die Probezeit zu bestehen. Ich danke Gott dafür und das Gehalt und dass ich in seinem Reich dienen darf. Wie wunderbar.
Ja, ein Mann schreibt uns, wie sein Schielen in den Augen verschwand. Seit vielleicht einem Dreivierteljahr hatte ich starkes Schielen mit den Augen, besonders beim Autofahren. Ich sah anstatt einer Doppelachse bei einem LKW drei Achsen. Ich habe in der letzten Zeit Gottes Wort der Heilung neu in Anspruch genommen. Gerne schaue ich mir eure Sendungen und Artikel im PC an und bete dabei. So zum Beispiel beim Reisetagebuch von 2022 von Israel. Auf einmal ist das Schielen weg. Das Sehen ist gut geblieben. Danke für euren Dienst im Internet und danke Gott für seine Hilfe. Ja, Gott kann alles gebrauchen, um uns zu helfen. Wieder schmerzfrei Nachgebet. Eine Frau berichtet Folgendes. Vielen Dank für alle eure Gebete. Jesus tat Wunder an mir. Ich hatte lange Zeit Zahnschmerzen nach einer OP. Die Ärztin hat mich zwar behandelt, aber nach 3 Wochen fingen die Schmerzen wieder an. Dann bekam ich Corona und nach Corona war es besonders schlimm. Aus Verzweiflung hatte ich euch geschrieben. Eines Tages waren plötzlich die Schmerzen für immer weg. Jesus sei die Ehre und euch ein Dankeschön. Jesus heilte mich auch von entzündeten und blutenden Stellen, die ich mir wohl vom vielen Fahrradfahren zugezogen hatte. Vielen Dank für alle eure Gebete. Ist das nicht wunderbar, wie Gott in jeder Situation eingreift? Und dann möchten wir heute auch beten für die Menschen, die uns ihre Gebetsanliegen gesandt haben. Und da sind auch wirklich alle Kategorien dabei und da möchten wir doch beten. Und da schreibt eine Mutter, beziehungsweise sie bittet für ihren Sohn um Gebet. Mein Sohn hat schwere Schuppenflechte, mittlerweile mit Gelenkschmerzen, hat Ehefrau und Baby und einen anstrengenden Job. Vielen Dank für die Gebetsunterstützung. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mann kennst, der diese Schuppenflechte hat und die Gelenkschmerzen. Und ich danke dir, dass du eingreifst. Du bist ein Gott, der heilt und ein Gott, der Wunder tut. Und du kennst auch die Ehefrau und das Baby. Und ich danke dir, dass du einfach in dieser Familie große Dinge tust. Danke, Jesus, für Heilung und Wiederherstellung und für Harmonie und Frieden in dieser Familie. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau hat uns ein Gebetsanliegen über E-Mail geschickt und sie schreibt, liebe Isolde und Daniel, ich bin 65 Jahre alt und leide seit vielen Wochen an Gelenksteifigkeit an beiden Beinen und Knie und Knöchelschmerzen an meinem rechten Bein. Bitte betet für Heilung. Vielen Dank. Und Jesus, du kennst auch diese Frau und du siehst die ganzen Knochen und Gelenke, die da nicht funktionieren. Und ich danke dir einfach, dass du da wieder Gelenkschmiere oder was da fehlt, dass du das wieder hineinbringst. Danke, Jesus, für vollkommene Wiederherstellung, für dein Eingreifen, für deine Heilungskraft. Danke, Jesus, dass du derjenige bist, der uns hört und der auch diese Frau sieht. Und wir danken dir für dein Eingreifen. Amen. Amen. Und lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und ein Mann hat ein Gebetsanliegen für einen Freund. Mein Freund hat schwer Parkinson und seine Muskeln gehorchen ihm nicht mehr, wenn er ins Bett geht. Seine Frau muss ihm die Füße hochheben. Medikamente helfen nicht. Er verträgt sie auch nicht. Danke, Herr, dass du jetzt auch mit diesem Mann bist und du weißt, was das mit ihm macht. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass wir Stopp rufen dürfen zu dieser Krankheit und ausrufen dürfen, dass sie weicht in Jesu Namen. Danke, dass das ganze Zittern aufhört, dass die ganzen Symptome aufhören. Und ich danke dir dafür, Herr. Wir bitten dich um das Wunder, Herr, das wirklich ein Wunder ist, weil niemand was tun kann, außer du. Danke, Herr, dass du es tun wirst. Wir glauben es von Herzen. Amen. Amen.
Und eine Frau bittet für ihren Bruder um Gebet. Er hat Krebs. Sie schreibt, mein Bruder liegt mit Leberkrebs und schlechter Prognose in der Uniklinik. Er ist 63 Jahre alt. Bitte um noch ein paar Jahre. Liebe Grüße. Ja, auch das wollen wir weiter reichen. Herr, danke, Herr, dass dieser Krebs auch verschwinden muss und alles, was er zerstört hat, dass es wieder wirklich heranwächst in gesund, mit gesunden Zellen. Und ich danke dir, Herr, danke, Herr, für wunderbar eine ganz neue Leber, die funktioniert. Und ich danke dir dafür, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen. Amen. Ja, hast auch du irgendwas erlebt? Sagst du, ja, also die beten, aber ich habe auch was erlebt. Mich hat vorher so beeindruckt, dass der LKW, der auf einmal drei Achsen bekam und ja, die Heilung dann wieder auf zwei Achsen herunter. Das ist so richtig ein praktisches Erlebnis. Hast auch du sowas Praktisches erlebt oder auch was ganz Einfaches? Lass es uns einfach wissen. Ja, vielleicht ist dir noch die Kreuzfahrt im Kopf, von der ich erzählt habe. Lass das wirklich für dich ein Beispiel sein. Ein Beispiel sein, dass wenn du dabei bist bei Gott, für dich auch alles dazugehört. Es ist nicht so ein Tool, wie man oftmals Seminare buchen kann oder sonstige Dinge, wo man lauter Tools dazu buchen kann. Nein, wenn du dabei bist, dann gehört dir alles. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet und auch heute bis 13 Uhr am Telefon. Ja, wir möchten dich auf die Heilungstage aufmerksam machen, die wir im März haben. Schau mal auf unserer Webseite vorbei. Man muss sich dort anmelden, aber wir haben Samstag einen ganzen Tag Zeit zum Beten, auch für dich zu beten, wenn du kommst. Wir sind nicht im Livestream an diesem Samstag. Schau auf dieser Webseite. Es wäre so schön, wenn du mit dabei wärst. Alles Gute und Gottes Segen wünschen wir dir. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.